Hallo ihr Mäuse und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Ich hatte an dem Tag die glorreiche Idee, mir mein drittes Ohrloch zu stechen. Und ja, dank meiner Hilfe ging das Ganze auch wirklich sehr easy. Schmerzlos nicht unbedingt, aber ich muss auch ehrlich gestehen, dass die Zange unangenehmer war als das Stechen an sich. Aber ihr hört jetzt meine Reaktion auf mein erstes drittes Ohrloch auf der rechten Seite. Ah. Ah. Meine erste Frage war natürlich, ob wir durch sind. Und ja, wir haben es geschafft. Ich würde euch nicht unbedingt empfehlen, das Ganze zu Hause nachzumachen. Geht wirklich besser zum Piercer, wo ihr gut beraten seid. Aber ich hatte das Ganze noch zu Hause, hatte sowieso vor, dazu ein Video zu machen. Deswegen hat das Ganze wirklich ganz gut gepasst. Ich habe dann das Ding abgeschnitten und wir haben den Ohrring in dem Moment durchgedrückt, so gesehen. Und ich muss ehrlich sein, die Zange als auch den Ohrring bzw. den Stab mit dem Ohrring durchzudrücken, ist das Unangenehmste an dem ganzen Prozess. Das finde ich auch beim Piercer, um ehrlich zu sein, am unangenehmsten. Einfach so dieses, der Stab ist drin und du musst ihn dann nochmal durchdrücken mit dem Piercing, ist super, super unangenehm. Warum wir zwei verschiedene Ohrringe benutzt haben, erkläre ich euch jetzt gleich im Laufe des weiteren Videos. Und ihr seht, wie schnell das Ganze geht. Also, ja, zack. Und schon ist die Nadel fast ganz durch. Ja, es sieht ein bisschen schmerzhaft aus. Es war auch sehr unangenehm, aber es war innerhalb von so ein paar Sekunden erledigt und ja, dafür hat sich der Schmerz doch auf jeden Fall gelohnt. Ich gebe euch jetzt ein Update nach so ein paar Monaten später. So, meine Schönen, ich bin gerade das Video am Schneiden und dachte mir, ich gebe euch doch mal ein kleines Update. Ich möchte in diesem Zug natürlich auch sagen, ihr solltet das nicht zu Hause nachmachen. Das ist nicht professionell, wenn man das sagen kann. Wir haben zwar alles desinfiziert, Handschuhe getragen, sterilisierte Nadeln benutzt, beziehungsweise auch Piercer-Nadeln benutzt. Also ihr habt ja gesehen, ich hatte dieses durchsichtige Teil drin. Das hat man dann abgeschnitten und an den Stecker reingemacht. Das Problem war, was ihr auch in dem Video gesehen habt, ich hatte extra Stecker bestellt, die ja für erste Piercing-Einsatzdinger da extra für sind. Die haben aber nicht in den Stab reingepasst, Leute. Wir haben es am Anfang versucht, es hat aber überhaupt nicht funktioniert mit diesem Stecker. Deswegen versucht vielleicht, dass ihr euch erstmal eine Nadel und einen Stecker mehr bestellt und das ausprobiert, ob der Stecker überhaupt in die Nadel passt, wenn ihr sowas selber machen wollt, ne? Also empfohlen ist allgemein, immer zum Piercer zu gehen, logischerweise. Aber ich muss ehrlich sein, bei dem dritten hätte ich es niemals schießen lassen im Endeffekt. Und weil da nämlich schon mein Knorpelbereich anfängt, wollte ich sowieso stechen lassen. Und das Ding ist, ich hatte mir schon die ganze Zeit dieses Piercing-Besteck so gesehen geholt. Also die Nadel, diese Zange und alles. Ich hatte das die ganze Zeit schon zu Hause, weil ich das eigentlich vorhatte, alleine zu machen. Ja, und dann war ich doch nicht alleine, sondern hat Hilfe. Und es war auch gut so, weil ich glaube, ich hätte mich locker über eine halbe Stunde nicht getraut, die Nadel durchzustecken. Und im Endeffekt war es innerhalb von ein paar Sekunden fertig. Und das war echt krass. Update zu meinen Piercings, wie es meinen Piercings jetzt geht. An sich geht es ihnen gut. Ich muss nur ehrlich sein, die Seite zickt extrem, extrem rum. Aber ich denke mir so ganz ehrlich, Vanessa, du musst durchziehen. Und ja, ich weiß, Ringe sind nicht so gut. Das Problem ist, mit Steckern hat sich mein rechtes Ohr noch mehr entzündet. Und deswegen habe ich das dann irgendwann zu Ringen gewechselt. Und damit komme ich momentan einfach relativ gut klar. Ich benutze, beziehungsweise habe benutzt, Tyrosor und so ein Ohrloch-Kosmetikum nennt man das, glaube ich. Und ja, das benutze ich immer noch, aber nicht so regelmäßig, denn mir hatte eine Piercerin auf Instagram geschrieben, nachdem ich meinte, hey, ich habe voll die Probleme mit meinen Piercings, vielleicht habt ihr ja Tipps. Und sie meinte, am besten einfach nur mit lauwarmem Wasser mit einem Wattestäbchen sauber machen, dann mit einem Wattestäbchen trocken machen, dass es so trocken wie möglich so gesehen abheilen kann. Und nur zwischendurch, wenn ich merke, so, ey, mein Ohr ist rot, wie zum Beispiel heute die Seite, dann mache ich zwischendurch mal dieses Ohr. Wie nennt man das Ohrloch-Kosmetikum? Ich bin gerade nicht sicher. Auf jeden Fall hat das so einen ganz bestimmten Namen. Hatte mir auch eine Zuschauerin empfohlen. Das mache ich auf jeden Fall dann drauf, wenn es so ein bisschen gerötet ist oder ich merke so, ey, es ist gerade schon wieder so ein schwieriger Moment. Aber ich denke, dass spätestens in einem Jahr alles verheilt sein wird. Ich weiß auch, dass es wahrscheinlich extrem viel für mein Ohr war, weil ich halt das zweite abstechen lassen und ich glaube, 3 Tage später haben wir dann das dritte gestochen. Ja, war nicht so die schlauste Idee, aber ich war super motiviert an dem Tag. Wir hatten sonntags, ich hatte alles zu Hause und ja,
Somit ist dann die Videoidee entstanden, wenn man das so sagen kann. Ich bin aber sehr, sehr froh, dass ich es durchgezogen habe und hoffe, dass ich jetzt auch dabei bleibe und es nicht rausgeben muss, weil es sich immer wieder entzündet, sondern ich hoffe, dass ich das jetzt irgendwie mit der Zeit in den Griff bekomme und hoffe, dass ich dann auch regelmäßig meine Ohrringe mal wechseln kann. Da freue ich mich auch schon extrem drauf. Ich weiß gar nicht, was ich sonst noch erzählen soll. Also vielleicht habt ihr noch Fragen, dann könnt ihr mir die gerne in die Kommentare schreiben, dann werde ich die natürlich beantworten. Aber an sich gibt es, glaube ich, nichts mehr extrem Spannendes zu dem Video zu sagen, außer dass alles gut am Verheilen ist. Wie gesagt, eine Seite ist, glaube ich, immer so die Seite, die so ein bisschen rumzickt. Aber bei mir ist es auf jeden Fall die rechte. Links ist alles gut am Verheilen. Da bin ich auch sehr, sehr happy mit. Und ansonsten würde ich sagen, macht das am besten nicht zu Hause alleine nach, sondern geht wirklich zu einem Piercer, der das Ganze gelernt hat. Und ja, ich wollte euch trotzdem bei dem Erlebnis mitnehmen, weil ich weiß, dass das für viele mal super spannend ist und ich weiß, dass auch ganz, ganz viele mich gefragt haben, ey, wie hast du dein drittes gemacht? So, du hast das noch gar nicht gezeigt, weil ich euch ja mein zweites auch im letzten Video gezeigt habe oder im vorletzten und deswegen dachte ich, mir passt das Video doch ganz gut. Ich würde sagen, ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch fürs Zusehen, auch wenn das Video jetzt ein bisschen kürzer war. Hoffe, euch hat das Video gefallen. Vergesst nicht, mich zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um nichts mehr zu verpassen und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder und bis dann. Ciao, ciao!